Der Geheimdienst NSA hat in den USA möglicherweise tausendfach gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Dokumente des Informanten Snowden. Der Dienst soll immer wieder unerlaubterweise in die Privatsphäre von US-Bürgern eingedrungen sein. Präsident Obama hatte betont, die NSA halte sich an die Gesetze. Es ist heute der Aufmacher der renommierten Washington Post. Der Geheimdienst NSA hat systematisch gegen das Gesetz verstoßen und ohne Genehmigung auch US-Bürger ausspioniert, tausendfach alleine im letzten Jahr im Großraum Washington. Seitenweise belegen die neuen Dokumente, wie ohne grünes Licht E-Mails gelesen und Kommunikationen gespeichert wurden. Nicht versehentlich, wie die NSA behauptet, sondern systematisch. Wir kennen viele Fälle, in denen NSA-Mitarbeiter die Regeln, wann sie wen benachrichtigen müssen, so kompliziert fanden, dass sie niemanden informiert haben, auch bei sehr weitreichenden Überwachungen. Genau das hatte Obama vor einer Woche noch kategorisch ausgeschlossen. Ich versichere Ihnen, Amerika spioniert seine Bürger nicht aus. Dass die NSA weitgehend im Alleingang agiert, offenbart nun erstmals einer, der die Geheimdienstaktivitäten eigentlich überprüfen soll. Reggie Walton, der oberste geheime Richter, wird deutlich, man habe keine Möglichkeit zu unabhängigen Recherchen. Die Geheimgerichte sind gezwungen, sich auf die Richtigkeit der Informationen zu verlassen, die uns von der Regierung gegeben werden. Und auch das Parlament, selbst der Geheimdienstausschuss, verfügt nur über einen Bruchteil der Informationen. Echte Kontrolle sieht anders aus. Alles Pannen und Programmierfehler versucht die NSA zu beschwichtigen. So habe man die Vorwahlen von Washington und Ägypten verwechselt und deshalb gedacht, Ausländer auszuspionieren. Wenig überzeugend. Obamas versprochene Transparenz, sie lässt auf sich warten. Genauso wie die Geheimdienstreform, die noch in weiter Ferne ist.